Good morning, America! Welcome to Idaho! Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming hier mit einem Versuch eines neuen, sagen wir mal, Serie, Let's Plays angezockt, vielleicht sogar ein bisschen Roleplay. Ich weiß es noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich bin auch gerade erst hier angekommen auf der Hopper Hollow. Und zwar habe ich hier hinter mir das Farmhaus, das mir zugewiesen worden ist. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu der Geschichte sagen, was passiert ist, warum ich hier bin. Mal außen vor, nicht verzweifeln, die Oldstream Farm, die geht weiter, kein Problem. Es ist hier ein paralleles Projekt, was ich hier angefangen habe oder was ich hier anfangen möchte. Mal schauen, wie das ankommt und dann schauen wir mal, ja, wie das hier weitergeht. Hier auf der Hopper Hollow eine US-Karte, die mich ziemlich anspricht, und mal schauen, was wir hier daraus machen werden. Gehen wir zurück zur Geschichte. Ich bin hier angekommen. Das ist meine kleine Farm, die mir zugewiesen worden ist. Und ich wurde beauftragt, den hiesigen Fanclub des John Deeres, der Marke John Deere, zu unterstützen. Oder zu leiten, besser gesagt, also zu leiten. Und die Funktion oder die Rolle von John Deere in dieser Region rund um Hopper Hollow zu stärken, die Marktposition zu stärken und einfach näher am Bauern, quasi am Kunden, am potenziellen Kunden dran zu sein, die Marke nahezulegen, die Marke zu zeigen. Ja, genau, es ist im Prinzip eine Testfarm, ein Training Center, vielleicht sogar ein Labor. Es geht darum, dass der Fanclub eine ziemlich große Größe erreicht hat und auch eine Wichtigkeit hat. Und natürlich ist auch zu wissen, dass einer der Mitglieder des Fanclubs ganz weit draußen verwandt ist mit jemandem, der eine Leaderrolle bei John Deere im zentral- oder nordamerikanischen Kontinent hat. Also gibt es da schon auch eine, sagen wir mal, verwandtschaftliche Verbindung hier dabei. Ja, so. Also, wir gehen jetzt noch nicht ganz groß auf die Details ein. Ich möchte einfach nur sagen, wir sind hier quasi ein Zentrum, eine Anlaufstelle, ein Lernzentrum für die umliegenden Farmen und Bauern, die, wenn sie Zweifel haben, können sie hierher kommen. Wenn ihnen eine Maschine fehlt, dann können sie zu uns kommen. Wir helfen gerne, wir helfen auch bei den Ernten. Wir haben selber zwei Felder. Wir sind aber nicht hier, um Konkurrenz zu betreiben, sondern wir sind hier, um die hiesigen Farmen zu unterstützen. Natürlich mit dem Hintergedanken. Klar, der Hintergedanke von John Deere ist natürlich ganz klar, die Leute an die Marke John Deere zu binden, denen etwas zu geben, was sie vielleicht dann in einer Kaufentscheidung zu John Deere hinbewegen wird, wenn John Deere nah am Kunden dran ist und eben auch unter die Arme greift, wenn mal eine Maschine fehlt oder auch mit Hilfskräften. Da war ja der Club ist ja ziemlich groß, also der Fanclub. Und die sind auch immer gerne dabei, mit anzupacken, wenn eine Ernte rein muss, bevor der Regen kommt. Oder ja, die sind einfach auch hier, um zu helfen. Wir haben hier natürlich etwas an Tierzucht. Wir sind im Überlegen, ob wir irgendwie eine Kooperative aufbauen können, wo wir landwirtschaftliche Güter, also wie Eier, wie Milch, wie das Fleisch, unter einem Hut oder unter ein Dach bringen, alles, was in der Region verkauft wird oder produziert wird, quasi unter einem Namen zu verkaufen, weil man einfach eine größere Reichweite hat, weil es einfach im Markt besser Bestand hat. Genau, einfach den Bauern hier quasi eine Assoziation zu geben, eine Gruppierung zu geben, die stützend und unterstützend unter die Arme greift. Und genau, das ist die Idee. Also wir haben hier zwei Hühnergehege,
Wir haben einen Kuhstall, der produziert nur Fleisch und natürlich die Nebenprodukte wie Gülle und Mist. Dann haben wir eben hier noch einen Schweinehof. Der macht natürlich nur Gülle und Fleisch, also vor allem die Gülle. Das ist natürlich für uns erstmal die absolute Priorität, damit wir im Auftrage von John Deere natürlich oder so natürlich wie möglich anbauen können. Farmen können. Wir möchten eigentlich, soweit es geht, auf Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger verzichten. Deswegen also, deswegen möchten wir hier auf jeden Fall die Produktion an Gülle vorantreiben. Das ist definitiv mal eine der Vorgaben. Ja. Dann haben wir hier auf dem Hof eine Fermentierung, sprich Heuproduktion, also Trocknung und Fermentierung. Also hier bei dieser Anlage können wir aus Gras können wir entweder Heu herstellen oder Silage. Die Silage, das wäre dann eher gedacht, wenn wir zu viel haben, dass wir dann Silage verkauft oder an die anderen umliegenden Höfe abgibt, damit die Kosten für deren Mischration sinkt, wenn wir gratis oder mit zu einem sehr geringen Preis Silage oder Futter in den Markt hier, in den regionalen Markt einspritzen. Ja, und hier ist einfach die Idee, dass wir hier natürlich auch für die umliegenden Bauern Aufbereitung geben. Die fängt an mit Fahrkursen, Fahrschulen. Wie wird ein X9 Drescher betrieben? Wie funktioniert die große Baumwollmaschine, die ganz brandneu hereingekommen ist? Wir möchten auch die Traktoren quasi hier haben, damit sie, falls ein Kauf eines Traktors in Erwägung gezogen wird bei einem Hof, dass hier die da sind, dass man die anfassen kann, dass die Tests gefahren werden können und wir natürlich dann auch entsprechend die Schulung geben, welche Systeme sind verbaut, welche Systeme wie und so weiter. Das ist einfach alles, was wir hier tun, ist quasi den Bauern hier zu helfen, natürlich mit dem inoffiziellen Hintergedanken, die Marke John Deere hier in der Region zu stärken und das halt einfach die Zukunft hier grün-gelb wird, nicht rot oder blau mit New Holland, sondern wirklich hier, dass wir hier die vorwiegende Farbe entsprechend des Firmenlogos oder der Firmenfarbe von John Deere, das Grün und das Gelb sein wird hier in der Region. Ja, das ist so ein bisschen so der Hintergedanke. Wir werden hier uns natürlich vor allem darauf konzentrieren, Auftragsarbeiten zu machen. Und dann werden wir gucken, wie wir dann weiter verfahren. Also wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir versuchen einfach zu helfen. Klar nehmen wir Donations entgegen. Klar müssen wir auch diese ganzen Maschinen, den ganzen Fuhrpark finanzieren können. Klar muss der Unterhalt gezahlt werden. Klar müssen die Gehälter bezahlt werden, wie zum Beispiel meines und des Mechanikers. Und es ist natürlich sehr viel in freiwilliger Arbeit hier, aber der Fuhrpark, die Fläche, die Miete, der Unterhalt, und das muss natürlich alles trotzdem bezahlt werden, auch die Tierhaltung, die Stromkosten, das muss bezahlt werden. Das heißt also, wir werden hier nicht in erster Linie auf Profit spielen, sondern definitiv einfach auf Erhaltung des Hofes, damit wir hier sehr gut funktionieren können und eben auch mal die lokalen Bauern dann einladen können für ein Fest oder ein Tractor-Pulling auf dem Feld oder so, dass man da sowas organisieren kann, dass man eben die Bauerngemeinschaft hier anspricht und eine Community daraus formt, die natürlich einfach alles rund um die Marke John Deere ist. Ja, das ist die Idee hier, was hier vorgehen könnte oder was die Idee hinter diesem Projekt ist, dass wir einfach sagen, okay, hier, wenn jemand die neuen Geräte von John Deere ausprobieren will, dann kann er hierher kommen
Das gilt auch, kann man mich anschreiben, dann kann ich die die auf den Server laden. Und dann könnt ihr die Maschinen testen kommen, wenn ihr mithelfen wollt, Aufträge zu machen, einfach als Lohnarbeiter in dem Sinne, dann einfach einen Kommentar und dann können wir hier natürlich dann eine Einigung finden. Kein Problem. So, wir gehen mal kurz einfach mal die großen Maschinen durch, die da stehen. Ich mache mal da die Tore auf. Ich will jetzt da nicht aber einfach alle einzelnen Maschinen durchgehen. Das würde dann definitiv zu weit führen. Es ist auch so, dass John Deere, wenn neue Maschinen im Test sind, also quasi neue Maschinen erscheinen sollen oder geplant sind und so, da werden die erstmal hierher gebracht, unter anderem natürlich. Und da werden sie hier auf Herz und Niere getestet. Hier werden sie im Einsatz getestet, werden Schwachstellen aufgedeckt. Hier werden sie gebraucht, getestet und dann wird natürlich die Erkenntnis daraus gezogen aus diesen Testen und entsprechend dann in die Verbesserung des Produktes oder auch eben in der Lancierung des Produktes reingegeben. Auch die Erfahrungen, die können natürlich auch sehr positive Erfahrungen sein, die natürlich in das Verkaufsgespräch einbezogen werden können, wo natürlich gesagt werden kann, schau, wir haben die Erfahrung gemacht im Einsatz, hier im Real-Life-Einsatz, hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass er einfach, sagen wir mal, eine bessere Traktion hat und so weiter. Ne? Also, wir gehen näher auf jeden einzelnen ein, also wir haben den 9630 hier stehen, das ist ein älteres Modell. Das ist noch ein bisschen ein historisches Modell. Das sind sie natürlich nicht das älteste, das ist klar. Dann haben wir den 9620RX hier stehen. Da könnten eventuell dann noch die Seitentanks hinzukommen. Das sind wir noch in der Verhandlung mit John Deere. Dann haben wir den 9570RT. Dann haben wir den 8RX. Der hat übrigens die Seitentanks dran. Ja, der hat die übrigens dran. Genau. Dann haben wir den 8R. Also da haben wir einfach die 8er Serie. Dann haben wir hier die 8960. Also auch ein älteres Modell. Ein ganz anderes Konzept, also das macht vor allem mit dem Gewicht, der ist sehr, sehr, sehr schwer, dass wir da die Traktion, die durch das Gewicht auch herbekommen. Ja, das ist der Fuhrpark, den wir hier haben an großen Treckern. Wir haben sehr viele kleine, mittelgroße und kleine Trecker. Die sind aber am anderen Ende des Hufes. Das Gelände, sagen wir es mal so, das ist ja nicht im Hof, das ist ein Gelände. Dann haben wir hier Ernte oder ähnliche Maschinen, die selbst betrieben sind. Das ist der Stolz des Clubs hier. Das ist eine Donation gewesen von John Deere. Das war ein Ausstellungsmodell, das ist überall in den ganzen Staaten an die Landwirtschaftsmessen gegangen, dass daher auch die Aufschrift Built with Bryson East Moline, Illinois. Wir kommen dann auf die Geschichte von John Deere noch ein bisschen zu sprechen natürlich. Das ist der Stolz des Clubs. Ja, das ist so die Königin oder der König der Geräte hier. Ja, natürlich. Toll, dass wir den haben können. Der ist ganz brandneu reingekommen. Das ist die Baumwollerntemaschine, obschon, dass wir hier mit Baumwolle noch nicht viel am Hut haben. Das wird vielleicht noch kommen. Der ist ganz, ganz neu reingekommen. Ja, das ist der CS770. Riesenteil auch. Dann haben wir ein älteres Modell eines Threshers, an den 7700, der 7700. Sehr gut für kleinere Felder oder auch an Hanglagen. Dann haben wir hier einen Mäher,
einen größeren, also der für Feldarbeit, der hat einen extrem engen Drehradius, also der kann fast am Nordenstelle drehen. Und dann gibt es hier, das ist natürlich eine Studie, das ist ja klar, dass John Deere den Markt im Auge behält. Das heißt, die haben sich dann von Klaas, von Krone den BGM gekauft, haben den untersucht, um vielleicht eben Lehren daraus zu ziehen, zu schauen, wie bauen die, was machen diese. Haben den dann halt wieder zusammengesetzt und haben dann einfach die John Deere Lackierung gegeben. Haben dem auch noch einen Dreipunkt hinten angemacht, also ein PTO sogar. Nee, nicht ein Dreipunkt, sondern ein PTO. Das ist ganz cool, weil da kann man eben direkt mit dem Heuladewagen, Strohladewagen direkt angehängt gleich nachfahren. Also da muss man nicht zwei Gefährte haben. Das ist ganz, ganz praktisch. Also da ist John Deere in der Forschung, ob da irgendwas Ähnliches kommt, also mit dieser Arbeitsbreite. Das ist ja was Ähnliches, was hier ist. Das ist aber ein älteres Modell und ist natürlich nie so leistungsstark wie der hier. Deswegen, also das ist im Prinzip ein Kauf gewesen und zur Untersuchung der Systeme und ja, ein bisschen Industriespionage. So, ne? Dann haben wir hier den 4940, das ist ein Streuer. Da haben wir, den brauchen wir nur für Kalk. Ja, wir haben, wie gesagt, dass wir keine Kunstdünger, weder Kunstdünger noch Pestizide benutzen wollen. Deswegen haben wir hier gesagt, wir nehmen nur den. Das sind die großen Geräte, die wir haben hier. Ja, dann haben wir hier drin einen Ballenladewagen. Ist natürlich nicht von John Deere, der ist einfach nur in der Lackierung. Dann haben wir hier das Getreidemähwerk. Dann haben wir hier eine große Sämaschine. Eine ganz große Saatmaschine. Die passt da nirgends in den Schuppen rein, deswegen haben wir die da hingepackt. Das ist eine andere. Das eine ist eine Einzelkorn, die andere ist eine normale Sämaschine. Das hier ist ein Striegel gegen Unkraut. Also wir wollen eben, wie gesagt, keine Pestizide verwenden. Dann haben wir hier eine kleine Rolle, eine kleine Walze, eine große Walze, einen Steinsammler, ein Gruber, ein Pflug, also Scheibenecke. Und dann haben wir hier das Schneidewerk für den kleineren alten Drescher, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist das, was wir hier vorfinden. Dann haben wir hier im Prinzip alles, was ein bisschen so ins Grünland reingeht. Also hier haben wir ein Front- und ein Heckmähwerk. Und dann haben wir einen Schwader. Haben hier eine Ballenpresse, falls wir das brauchen. Dann haben wir hier einen Schwader. Ein Wender. Das ihr seht selbst, das sind alles nicht, die sind zwar alles John Deere gebrandet, aber das sind eben so genau so Projekte gewesen wie das mit dem Big M. Na, da haben sie gewisse Sachen gekauft, haben die untersucht, versuchten Lehren draus zu ziehen und ja. Und gewisse Sachen stellt der John Deere gar nicht her oder zumindest nicht im Mod-Hub. Also heißt Ladewagen in die Größe, dann ein Kipper. Dann haben wir zwei 70 Kubikmeter Anhänger. Die sind absolut Gold wert. Das sind unsere Arbeitstiere. Die brauchen wir immer wieder, gerade für die Ernten. Übrigens müssen wir uns dann ein bisschen sputen heute. Wir werden dann hier natürlich heute noch unsere beiden Felder abernten müssen. Weil sonst ist morgen ist alles zu spät, dann haben wir das verloren. Das möchten wir ja natürlich nicht. So, dann haben wir hier den 6140er stehen. Der ist auch ganz ziemlich neu herausgekommen hier zu uns. Der ist der 6155. Dann haben wir den 6120. Dann haben wir hier die etwas älteren Modelle. Das ist der 6405. Dann haben wir den 6420. Hier haben wir den 4440. Dann haben wir den 4955 und haben wir hier den R
in 6250R. Das ist so im Prinzip das der größte Traktor, der regelmäßig im Einsatz ist. Die anderen sind halt eher dann, wenn es dann wirklich Kraft braucht im Einsatz. Na, die schlucken auch ganz viel. Ne? Deswegen, hier haben wir natürlich ein Güllefass. Das ist erstmal zum Testen hier. Das ist noch nicht unser. Das erste Mal zum Testen hier. Dann haben wir hier einen Miststreuer. Kann nötigenfalls auch mit Kalk verwendet werden. Ja. Also das Güllefass ist nur zur, sagen wir mal, zum Testen da. Das ist nicht, gehört nicht zum Hof. Das ist nur einfach zum Testen erstmal. Weil da wird dann wahrscheinlich dasselbe passieren, dass hier dann irgendwann die Lackierung geändert wird. Ja, da hier haben wir eine kleine Dieseltankstelle, nichts Großes. Das ist unsere eben die Produktionsstätte. Da haben wir zwei große Misthaufen. Mal gucken, was wir davon dann brauchen. Wie gesagt, da haben wir unsere Küchen. Da haben wir Angusrinder. Also wir haben Kälber, 50 Kälber, 50 Rinder und 50 Kühe. Hier haben wir eben die Schweinchen und dann haben wir hier die Hühner. So, das ist so der Rundgang um den Hof. Also glaube ich, habe fast alles durchgegangen. Ich bin fast alles durchgegangen. Ich glaube, da geht gar nicht mehr, was ich vergessen habe. Was denkt ihr über die Möglichkeiten dieser Geschichte hier, dieses ganzen Hofes, der wie das angehen soll? Was denkt ihr darüber? Könnte das ein spannendes Konzept sein? Könnte das spannend sein? Es geht jetzt hier einfach wirklich definitiv nur darum, ein bisschen die Geräte zu probieren. Ich habe mich bis jetzt im LS, das jetzt mal wieder zurück in die Realität, immer davon geweigert, John Deere zu nutzen, weil ja, weil es eben keine europäische Marke ist. Also ich bin immer auf Fendt gefahren oder dann eben Klaas, das eben in Deutschland so beheimatet sind und einfach, ja, genau deswegen habe ich gedacht, na, diese Karte, die scheint mir eigentlich schön zu sein. Also die Karte an sich ist ziemlich schön gemacht. Eine Vierfachkarte, da kann man eben das große Equipment einsetzen. Und dann müssen wir halt gucken, wie die Geschichte dann hier weitergeht. Na, das wäre auf jeden Fall mal so die Grundidee dahinter. Einfach eine Kooperative hier zu haben im Raum Idaho rund um Hobo Hollow rum. Um eben ein bisschen mit näher an den Bauern ranzukommen und eben auch ein Schaufenster zu sein für die John Deere Produkte. Ich möchte noch einfach kurz sagen, ich habe hier noch zwei andere Geräte hier stehen. Also das sind zum einen der Gator, der Gator. Das ist der 6x4er. Und dann haben wir natürlich den hier, das ist quasi ein Geschenk gewesen von John Deere zur Annahme des Vertrages hier. Und genau, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall der Einstieg hier. Das ist mal das, wie die Farm oder der Gedanke, wie das Ganze funktionieren soll hier. Bitte kommentiert mir, ob ihr das eine gecheatete oder eine schlechte Idee findet oder ob ihr denkt, dass das eine interessante Geschichte sein könnte. Ich möchte hier, falls dass der Böllschädel alias Toni sieht und mitkriegt, er sich da Gedanken darüber macht, ob das etwas für eine seiner schönen Geschichten sein könnte. Er schreibt sehr, sehr schöne Geschichten auf seiner Facebook-Gruppe. Geschichten rund um seine Erlebnisse mit dem Bauern, mit dem Farmen. Geschichten, wie er auswandert in die USA und so weiter. Ganz, ganz viele schöne Geschichten, die er erzählt. Hat einen sehr ansprechenden und lebhaften Schreibstil. Packend, sehr schön. Also Toni, wenn du denkst, dass du daraus eine Geschichte machen kannst, dann bin ich sehr, sehr
gerne dazu bereit zu sagen, okay, ich binde deine Geschichte hier ein bisschen mit rein. Ich will nicht sagen, dass ich deine Geschichte spiele, aber ich könnte Teile oder Ideen daraus nehmen. Natürlich, ja, bitte, wenn du das hörst, dann bitte schreib mir doch. Du hast ja meinen Zugang bei Facebook, bei Discord. Weiß ich nicht, ob du da auch dabei bist. Wenn ja, falls ja, dann kannst du mich auch über Discord anschreiben, kein Problem. Wunderbar, dann würde ich doch einfach sagen, das war der Einstieg hier, das war der Überblick. Ich möchte es eigentlich kurz halten. Ich werde auch hier in den weiteren Episoden oder Kapitel werde ich es immer so halten, dass wir die Zeit auf zweimal laufen lassen. Und ich dann eine Stunde spiele in-game, das heißt eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Ich möchte eigentlich versuchen, so wenig wie möglich zu schneiden. Weil ja, es soll halt ein bisschen auch irgendwo ein realistisches Erlebnis sein. Natürlich werde ich jetzt im August erstmal die Zeit sehr, sehr langsam laufen lassen, weil wir haben Feld 12 und 6 abzuernten. Das heißt, die beiden müssen abgeerntet werden. Sonst ist dann morgen die Ernte futsch, weil die sind zum Ernten im August. Deswegen muss ich hier ein bisschen langsamer laufen lassen. Danach ist die Zeitskalierung zweifach. Ich spiele dann erstmal 3 Tage pro Monat. Alles andere ist an, Lesestein und alles ist an. Natürlich das Kaufen von Saatgut und so weiter, das ist alles aus. Deswegen haben wir das alles auf dem Hof. Und ja, das ist auf jeden Fall mal die Idee dahinter. Gut, dann möchte ich mich jetzt schon mal ganz, ganz herzlich bedanken für das erste Zuhören, fürs Dabeisein. Bitte kommentiert mir doch, was ihr über dieses Projekt denkt. Ich werde dann die Kommentare natürlich dann lesen, wenn ich das erste Kapitel schon aufgenommen habe, weil das wird jetzt gleich danach aufgenommen und dann auch bearbeitet und auch gleich danach dann rausgeschickt. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns später wieder, gleich im nächsten Kapitel, was gleich weitergeht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und bye bye.